Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Elder Scrolls Online, Folge 184. Wir sind direkt vor Festung Morwenstra, wo wir auch das letzte Mal aufgehört haben. Wir müssen jetzt Wiegelbruch suchen und wir müssen noch Invis Schwester suchen und. Ich nehme an, Wiegelbruch ist hier unten und wir müssen eigentlich auch zur Feste Amol und wir müssen auch zur Eishammergruft gehen. Das machen wir vielleicht nicht alles diese Folge, aber zumindest einiges davon. Und wir fangen mal an, indem wir Invis Schwester suchen. Die wartet nämlich die ganze Zeit schon auf uns. So, raus aus dem Schnee, zurück in die grüne Landschaft. Vorne ist eine Stufe 35 Eisgrenze. Was zur Hölle? Stufe 35? Was? Das kann doch nicht sein. Ich spiele doch nicht mit rechten Dingen zu. Ach du Scheiße. Das ist wahrscheinlich wieder ein Drachengrab. Das ist aber kein Drache als Weltboss, oder? Das ist wahrscheinlich einfach nur eine Vivien-Armee. Ne? Wir sind ja zwei Stufen über ihr und wenn uns Zornpfote nichts ab kann. Sag mal, haben die ja versucht, einen Drachen auszugraben? Sind die bescheuert? Ha. Hallo! Ach du Scheiße. Hier hält was aus. Ach du Kacke. Ah! Scheiße. Mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Siehst du, deswegen kämpfen. Warum finde ich ihn nur nicht? Weiß ich nicht. Kämpfen lieber in dritter Person, weil, hat man ja gerade gesehen, die haben mich total von hinten überrascht. Hätte ich in dritter Person gekämpft, wäre das einfach nicht passiert. Das waren jetzt diese ganzen Ads, die mich getötet haben. Der Drache muss doch hier irgendwo sein. Die suchen tatsächlich nach dem Drachen, die sind doch bescheuert. Was wollen sie denn mit dem? Hallo! Mann, ich sterbe hier schon wieder, das gibt's doch mal. Scheiße. Hä? Na? Alter, das Zauber von der halt rein. Hier schon wieder. Fuck, gerade wollte ich einen Heiltrank trinken. Na gut. Ich glaube, ich muss mal meine Ausrüstung reparieren. Und wenn ich so weitermache, kriege ich vielleicht die ganze Zeit Lebensdinger. Ja. Na gut. Dann müssen wir uns später um die kümmern. So geht das nicht. So, wie sieht das denn hier eigentlich aus? Was wollte ich gerade gucken? Ach, bei Fertigkeiten, ne? Ich habe doch bei Seelenmagie. Ihr könnt euch einmal pro Stunde. Ah, einmal pro Stunde. Ja, die Stunde müsste eigentlich auch bald vorbei sein. Nee, gar nicht. Ich habe mich ja letzte Folge ständig wiederbelebt, ne? Genau. Na gut. Und ich kümmere ich mich also später. Blöde Kuh. So, gehen wir mal auf Bärenjagd, Stufe 35. Was? Jo, ich weiß, du bist ganz beeindruckend und sowas. Also, nicht wirklich beeindruckend. So. Ich mag die dritte Person eigentlich ganz gerne. Vor allem was Animation angeht, ist die bis auf die Armbrust eigentlich besser. Und übersichtlicher, muss man einfach sagen. Ah, da ist sie ja. Die Schwester. Invin, wenn ihr das hier liest,
bin ich wahrscheinlich tot. Entweder das oder wir lachen gemeinsam beim Lagerfeuer über die ganze Sache. Die Sturmfäuste haben mich im Freien erwischt. Ich konnte zu dieser Baumgruppe hier fliehen. Ich fand einen Baum, unter dem ich mich verstecken konnte. Aber ich weiß nicht, ob ich es hier wieder rausschaffe. Hört zu, ihr habt euch getäuscht, was Erana angeht. Sie sollte kein Problem damit haben, sich in Windhelm zurechtzufinden. Wenn sie in der Stadt arbeiten will, dann lasst sie doch. Lasst sie ihren eigenen Weg gehen. Ich habe versucht, ihr das Siegel zu bringen, aber es sollte ihre eigene Entscheidung sein. Folgt dem Waldgeist. Geguckt, ob der eventuell diese Tussi schon wieder angreift. Dann hätten wir es vielleicht geschafft zur Zeit. Wo führt der uns denn? Kann der mal schneller? Nein, wenn ich sprinte, geht der nicht schneller. Schade. Das ist ja interessant. Wo führt der uns? Das sieht schon geil aus, ne? Also technisch ist das Spiel ja nicht unbedingt das Beste, grafisch eigentlich auch nicht, aber es gibt halt Momente, die sehen extrem gut aus. Oder einfach stimmig. Sagen wir es so. Sie sehen einfach stimmig aus. Gerade wenn das Licht hier so durch die Blätter scheint. Finde ich schön. Aber wohin führt der uns? Ach so. Zurückgelassenes Gepäck. Wird denn hier gekämpft? Siegel des Einklangs der Natur. Dieses hölzerne Siegel hat eine seltsame, verdrehte Form. Es gibt keine Fugen und scheint so gewachsen zu sein. Sturmfaust, Stürmer und Paktsoldat. Na, dann helfen wir mal. Paktsoldat hat nicht mal einen Kratzer. Ich liebe Med. Ich liebe Voljanit. Nun, eigentlich liebe ich jede Sorte Med. Ja, das ist schön. Liebe, jede Sorte Med leben tue ich auch. So, sucht. Was sucht Invins Tochter in der Höhle in Windhelm? Tüftler Tobins Werkstätte. Warte mal. Das ist eine Schmiede, oder? Das Ritual. Können wir uns gleich mal angucken. Wir gehen jetzt erstmal nach Windhelm und suchen die Tochter. Da können wir hinreisen. Um einen Gegenstand eine Verzauberung hinzuzufügen, wählt ihn zunächst mit Dreieck aus und wählt verzaubern. Wenn ihr eine Stufe oder der Gegenstandsart entsprechende Glyphe habt, könnt ihr den Gegenstand verzaubern. Wenn ihr eine der Stufe und eine Gegenstandsart entsprechende Glyphe habt. Hab ich ganz oft schon gehabt und es ging trotzdem nicht. Oder ich hatte einfach die falschen Glyphen, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Kann ich eventuell... Warte mal. Ah, Ringe kann ich auch mal zurück. Ach, da seid ihr. Kommt, wir müssen reden. Warum? Es ist Zeit, Entseelter. Sahan hat seine Kraft zurückgewonnen. Ihr müsst ihn ins Tal der Klingen begleiten, in die Heimat seiner Ahnen. Das Tal der Klingen? Ein uralter Handelsplatz hoch in den Bergen von Hammerfall. Ein Ort, von dem ich dachte, die Zeit hätte ihn längst verschlungen. Sahan hat den Schlüssel einem seiner Mentoren dort anvertraut. Er muss geborgen werden. Ich verstehe. Oh, komm schnell irgendwo hin. Ich hab das letzte. Das wollte ich nicht. Ich hab da irgendwie wohl zu lange X gedrückt gehalten und dann hat das übersprungen. Schade, das tut mir jetzt leid. Saruman wollte noch mit uns reden. Betretet die Zuflucht. Ach, es kommt so schnell wie möglich zur Zuflucht. Ich warte dort euch auf wahrscheinlich. Okay.
Trink diesem noch einen Kelch. Seid gegrüßt, ihr beiden. Ich würde ja teilen. Aber ich will nicht. Hey, ihr! Ich bereite nur etwas Hafer für die Pferde vor. Wenn ihr etwas braucht, solltet ihr mit Afnea reden. Er wird euch helfen. Ihr seid Erana, Imwesenstochter? Ja. Kann ich etwas für euch tun? Ich bringe eine schlechte Kunde, Erana. Die Sturmfäuste haben den Großteil des Clans ermordet. Was? Meine Mutter? Meine Tante? Tot? Sie waren so langweilige, einfache Leute. Sie hätten nie jemandem etwas zuleide getan. Warum? Langweilige, einfache Leute. Ja, ja. Vielleicht haben die Sturmfäuste das Siegel gesucht. Das Siegel? Ich muss gehen und es suchen. Es war ihr so wichtig. Ich habe es hier bei mir. Eure Mutter hat mich gebeten, es zu finden. Wir haben seit Jahren nicht miteinander gesprochen. So sehr ich mir auch wünschte, es wäre anders, weiß ich, was ich zu tun habe. Vielen Dank, Fremder. Heute lächelt meine Mutter in Sofengarde. Wenn ihr das meint. Ich glaube, die lächelt aber immer. So. Stufe 27. Ich frage mich immer, wie man Stufe 28 hier ankommen kann. Da muss man doch extrem durchrushen. Ich meine, da ist man doch eigentlich total underlevelt. Da kann man doch nichts. Oder? Da stirbt man doch sofort. Oder? Oder leveln die Gegner mit einem mit? Ich weiß es nicht. Drachengrab. Ich meine, jetzt treffen wir auch auf Stufe 35 Gegner, aber das kann auch daran liegen, dass wir uns einfach jetzt hier in dieser Grenze befanden, wo dann Stufe 35 Gegner kommen. Und hier unten ist dann irgendwie Stufe 40 oder sowas. Weil hier geht es dann ja nach Riften. Und so, ne, ihr wisst schon. Ja, vielleicht auch nicht. So, Eishammers Gruft wollte ich mir noch ansehen, die ganze Zeit schon. Das heißt, wir gehen jetzt mal zurück zum Viehschrein und dann gucken wir uns die mal an. Ja. Ja. Noch einen und... Ja. Wer hat was zu trinken für mich? Der Wegschrein von Windhelm. Dann. Wir können ja theoretisch einfach mal. Eigentlich können wir. Gucken wir uns jetzt die Gruft an oder gehen wir zum Sai-Sahan oder zum Propheten? Zum Saruman. Ich glaube, ich gucke mir einfach mal die Gruft an. Und dann gucken wir uns in der nächsten Folge an, was das Sai-Sahan will. Genau das mache ich. Ja. Also, das Tale Klingen gucken wir uns dann in der nächsten Folge an. Weil das ist ja die Hauptquest und die levelt ja sowieso mit uns mit. Deshalb ist wahrscheinlich Stufe 35, das ist ein gutes Training. Ich meine, die wäre so oder so gutes Training. Aber ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Zornberührte Soldaten. Ach, stimmt ja, die sind ja immer noch hier. Greifen uns nicht mehr an. Die Hexen auch noch. Hoffen wir mal, dass sie bald die Klappe halten. So, das ist aber eindeutig ein Drachengrab, oder? Vielleicht auch nicht. Doch, eigentlich schon. Ja, doch, das ist ein Drachengrab. Vielleicht. Vielleicht auch nicht. Keine Ahnung. Eigentlich schon, doch. Ja, eigentlich schon. Guck mal, wir sind sogar... Nee. Ich habe gedacht, da wären Inschriften in Drachensprache, aber nö. Ich könnte die wahrscheinlich auch gar nicht mehr entziffern. Der Wortschatz war in Skyrim aber auch nicht besonders ausgereizt. Ausgereizt nicht, ne, sondern umfangreich, sagen wir so. Eishammers Gruft. Gucken wir mal nach, was ist das? Was das hier ist? Einsamer Clan, berühmter Kriegerclan, der während der Herrschaft Hoak Elfentöter lang und gut kämpfte. Sogar so gut, dass König Hoak... Ich habe keine Ahnung. Müsst ihr pausieren. Ich kann das leider nicht. Leider kann ich das nicht. Müsst ihr selber machen. Ja. Schade. Ich finde das immer noch so geil, dass dieser lilane Helm, den wir bekommen haben, oder den ich bekommen habe, schlechter ist.
als die Grüne. Ich finde das so geil. Und wahrscheinlich wegen dem Rüstungsbonus von 13%. Streitkolben, Münzen, 9 Goldstück, eine Zitrone, eine Begräbnisurne. Was soll ich denn damit? Ein Feuerstein. Was soll ich denn damit? Ja, eigentlich schon, ne? Silagonia. Ja, was soll ich damit? Diebe der Tugend. Ich glaube, den kennen wir auch schon. Das Jahr 2920, Band 12. Ach du Scheiße. Huch! Brief an Idrifa. Idrifa. Base Idrifa. Tut mir leid, dass es mit diesem Brief hier so lange gedauert hat. Es ist mir klar, dass es eine Weile dauern wird, bis ihr ihn haltet, aber ich wollte euch wissen lassen, dass ich gewisse Erfolge hatte. Es war eine lange Reise, aber ich weiß, dass sie sich lohnen wird. Das Wetter wurde unfreundlich und wir mussten im Eishammer, in der Eishammers Gruft Unterschlupf suchen. Das ist zwar nicht so toll wie ein schönes, warmes Gasthaus, aber zumindest kann ich nach Schätzen suchen, wenn wir schon einmal hier sind. Solange ich schnell und lautlos bin, sollte ich ein paar Goldstücke finden und vielleicht ein oder zwei Relikte finden können. Natürlich ist meine Frau alles andere als glücklich über die Situation, aber sie ist geduldig und zeigt Verständnis. Sie hat ein paar Bücher mitgebracht und liest sie dem Säugling vor. Sie bevorzugt religiöse Bücher, aber wenn das der Preis dafür ist, dass sie das hier durchsteht, dann bezahle ich ihn gerne. Hä? Mir ist nicht wohl dabei, meine Familie hierher zu bringen, aber ihr wisst ja, wie diese Geldverleiher sind. Ich fühle mich hier mit meiner Familie sogar sicherer als in Windhelm, wo sie vielleicht belästigt werden könnte. Wir kehren zur Feste Amul zurück, sobald wir genug haben, um meine Schulden abzubezahlen. Mögen die Göttlichen über euch wachen, mögen sie uns alle leiten und beschützen. Gezeichnet Ugesam. Ah ja. Vielleicht finden wir in Feste Amul ja sogar eine Idirfahrt, wahrscheinlich aber nicht. Aber vielleicht doch. Wir werden sehen. Münzen. Hallo. Ich finde das schön hier. Wie das Licht reinscheint. Ah, die Legenden von Tane Eishammer. Vor langer Zeit einmal zog Tane Eishammer von Felssuhle durch das Land. Er war ein heiterer und lauter Nord und wurde vom Volk geliebt, das ihm aufgrund seiner Weisheit und seiner Lebensfreude vertraute. Aber wie bei den meisten Legenden, die so anfangen, dauerten die guten Zeiten nicht ewig an. Was Tane Eishammer anbelangt, begann die Veränderung, als er von einem längeren Jagdausflug im Flussbecken des Jogrim zurückkehrte. Er war nicht mehr fröhlich und überschwänglich, sondern war aus unerklärlichen Gründen griesgrämig und hitzköpfig geworden. Und als die Monate ins Land strichen, wurde seine Laune nur immer übler und sein Gemüt immer finsterer. »Was hat mein Gemahl nur so verändert?«, fragte Matrone Eishammer, und sie suchte Rat und Unterstützung bei den Hütern von Kühnesheim. Die Hüter schickten eine junge Akolytin, die sich die Angelegenheit einmal ansehen sollte. Sie verbrachte einen Tag und eine Nacht mit Tane Eishammer, wobei sie beobachtete, was er tat, ihn Fragen stellte und herauszufinden versuchte, was den Tane so verbittert und wütend gemacht hatte. Und schließlich, nachdem sie viele Stunden miteinander verbracht hatten, bemerkte die Akolytin einen dunklen Fleck, der sich von Tane Eishammers Seite über sein Oberhemd erstreckte. Sie riss das Hemd in zwei. In seiner Seite klaffte eine schwerende Wunde, die nicht heilen wollte. Aus ihr ragte die leuchtende Spitze eines Speers. Er sagte, sein Name sei Hyssene, heulte der Tane auf. Er sagte, ich hätte nie Jagd auf die Wehrkreaturen hätte machen dürfen. Aber woher sollte ich denn bitte wissen, dass es welche sind? Da wurde Tane Eishammer plötzlich von seiner Wut überwältigt und erschlug die Akolytin von Kühne. Am Boden zerstört, ob der Taten sein ihres Mannes, befahl Matrone Eishammer, die Wache von Felssuhle den Tane zu überwältigen. Allerdings floh dieser und sie verfolgten ihn bis zur alten Begräbnisstätte und in den Bergen in der Nähe. Die Wache, die bereit war, ihm in die Gruft zu folgen, wurde von der Matrone zurückgerufen. Nein, sagte sie, ich werde nicht noch mehr Leben riskieren, um ein Monster zu retten. Versiegelt die Gruft. Und so wurde Tane Eishammer beigesetzt, verwundet von einem Dätra-Fürsten, aber noch immer am Leben. Angeblich wandelte Tane Eishammer noch immer durch die Kammern der Gruft, angetrieben von einem niemals endenden Hass und der Magie von Hyssenes Speer. Er hat also einen Werwolf getötet.
Oder ein Werbär. Oder ein Werwildschwein. Cereol minus wie. Sieht vom Pelinalband 6. Pelinal Weißblanke war auch so ein Trottel, ey. Trottel natürlich. Ein Dings da. Wie hießen sie nochmal? Himmelsstein. Himmelsscherbe. Wow. Sieht es übrigens von außen aus. Sehr schön. 2 von 3 Scherben. Irgendwie läuft unser Charakter so langsam. Oder kommt mir das nur so vor? Ich glaube, Tane Eishammer hier immer noch lebt. Also. Na. Kann ja sein. Ob wir den noch treffen werden. Wir sind ja gerade in seiner Gruft. Ein Liegtruhe. Und ein Dietrich. Und Münzen. Und Münzen. Ich bin eigentlich gerade ein Grabräuber, ne? Eigentlich fühle ich mich schlecht. Ich meine, es ist ein Grab der Nord. Ogisars Wehklage. Verflucht sei diese Gruft. Verflucht sei meine Gier. Meine Frau, mein Kind. Beide tot. Ermordet von diesen wandelnden Leichen, während ich auf Schatzsuche war. Ich verdiene es nicht zu leben. Das ist alles meine Schuld. Aber was soll ich tun? Ich kann versuchen, hier rauszukommen. Es zurück zur Feste Armor zu schaffen. Und zu meiner Base Oerdar. Edirfa. Edirfa, Alter. Ich kann nicht mehr lesen. Ich glaube, dass am Ende dieses verlassenen Ganges ein Weg nach draußen wartet. Ob der Sturm sich wohl endlich gelegt hat. Tut es das? Ist hier ein Weg nach draußen? Davon sehe ich nichts. Oh. Ein Rezept, das ich nicht lesen kann, weil ich nicht gut genug bin. Eine Streitaxt. Da ist er. Hogundar Eishammer. Der alte Tarn. Und Trauer. Hallo. Münzen. Münzen und ein Bogen. Buchenbogen. Denn ein Drauwolf? Untoter Wolf oder was? Hä, was greifen die an? Der! Der liegt noch auf, ne? Wandeln noch. Dolch, Münzen. Ein Sack mit einer Lotusblüte. Blüte. Den nehme ich aber mal mit. Diese Truhe wurde schon geöffnet. Wieso ist sie geöffnet? Auch hier. Schon geöffnet. Wasser. Ja, toll. Hat sich ja gelohnt. Ach, und jetzt klaut er hier unser Gegner, unseren Kill. Ja? Das war mal wieder. Ja, das war mal wieder typisch. Ja, das war mal wieder klar. Wäre ich mal ein bisschen schneller gewesen. Musubar Dosrat. Der Geldzug mit des Drachen klauen. Wir sind Drachen, Ritter, wir sind Drachen. Wenn ihr uns angreift, spürt ihr Krallen. Wenn ihr uns schlagt, fest ihr Stacheln. Wenn ihr uns verwundet, erschließt sich die Wunde. Wenn ihr uns erzürnt, dann brennt ihr. Wenn ihr vor uns flieht, erlegen wir euch. Könnt ihr besiegen, wir können verlieren. Wir sind Drachen, wir sind Drachen.
Ja, ja. Wir sind die Drachen des Pakts, also mir ist besser. Alter, was ist denn hier los? Ich bin total. So, einmal der Tane. Facehammers Gruft. Dann gucken wir mal durch, was wir hier so bekommen haben. Du Kieshalskette. Nee, nicht zerstören, verzaubern. Gar nicht, ob das so klug war. Wow, ich bin beeindruckt. Kopf. Wow, ich bin echt beeindruckt. Ja, ist gut. Alter, nerv mich nicht. Können, ne? Nee, alles scheiße. Halt. Das kann ich tatsächlich lesen. So, gut. Ich kann es nur nicht machen, wahrscheinlich. Also gut. Die Legende von Tane heißt aber. Ach, das haben wir gerade eben, haben wir vorhin schon gelesen. Und da war es eben nur nochmal. Okay. Mehr gibt's hier nicht, das war's. Oh, hier ist eine Tür drin, hier. Weißhammers Gruft. Traugerschützin. Okay. Noch mehr komische Viecher. Bekannt vor hier. Ach, verdammt nochmal. Die nerven mich. Diese blöden Untoten. Rüstung. Kyras des Treukönigsschlechters wird beim Anlegen gebunden. Teil des Sets Treukönigsschlechter. Die ist nur schlechter. Haha. Witzig. Was ist das denn da vorne? Horachalkurs Kyras der Ausdauer. Das ist sogar richtig gut. Guck mal eine an. Kriegen wir tatsächlich noch eine Rüstung, die eventuell sogar. Die ist sogar. Nein, die ist schlechter. Und sieht doch genauso aus. Mann, ich bin da verwirrt. Wahrscheinlich wegen. Nee, die hat doch eine niedrigere Stufe. Ich wollte gerade sagen, wahrscheinlich wieder wegen diesem zusätzlichen Rüstungswert von 13% oder so.
Ist. Ah, da ist er ja. Haben wir ihn doch noch gefunden. Er hat den falschen Ausweg genommen. Der Tod hält ein Tagebuch und klammert. Es beschreibt einen schönen Besuch bei einer Cousine, Idirfa aus der Feste Amol, bevor es zu einer schrecklichen Schilderung der Ereignisse wird, wie seine Familie im Eishammergewölbe eingeschlossen wurde. Nanu. Ich habe meine Familie verloren. Sie sind alle fort. Was ist euch zugestoßen? Ich war ein Narr. Ich habe meine Frau und mein Kind in dieses Grabmal gebracht, um Schutz vor dem Sturm zu suchen. Ich habe alles verloren. Alles. Okay. Das wussten wir ja jetzt schon. Ich hab grad gedacht, unser Hund wäre ein Ding. Ich will so einen Wolf als Pet haben, bitte. Also nicht so einen trauriger Wolf, sondern einen ganz normalen Wolf. Weil die sind schön. Sind schön groß vor allem. Der Hund ist irgendwie so klein. Ich meine, eigentlich ist er gar nicht so klein, aber er wirkt irgendwie klein. So. Da war jetzt nichts weiter drin, das war's. Da war einfach nur diese Quest und dann keine Kiste. Das ist irgendwie enttäuschend. Ja, so Baumwollhandschuhe. Vor allem haben wir diese Rüstung bekommen von diesem einen Typen, aber hier ist sonst gar nichts. Das ist schon irgendwie enttäuschend. Also der Loot in dem Spiel für Dungeons, also was Kisten angeht, ist schon echt enttäuschend. Ich glaube, man bekommt immer als Questbelohnung natürlich dann irgendwas, aber naja. Ja, natürlich. Ist aber schon verdammt großer Dungeon, muss ich sagen. Also es geht ganz einfach los. Hätte ich nicht von euch eine geile Rüstung geschenkt gekriegt, dann wäre die Rüstung, die ich jetzt gerade bekommen habe, echt was wert. So eben nicht. So, muss ich den nochmal töten oder wie oder was? Na gut. Ein Seelenstein, der ist sogar gefüllt. Und diesmal rechts ab. Wenn es so weitergeht, ist mein Inventar bald wieder voll. Wenn es so weitergeht, wünsche ich mir fast Mitspieler, die mir das Kämpfen abnehmen, weil so langsam wird's lästig. Bin ich wieder an dem Zeitpunkt angekommen? Ja gut, ich glaube, es wird nie wieder so schlimm wie in Deschan, glaube ich. Wo ich dann am Ende wirklich gesagt habe, jetzt ist es echt lästig, das Kämpfen. Weil ich ja so überpowered war, ich konnte ja alles mit ein, zwei Schlägen erledigen. Das hatte ich immer das Gefühl, wie, die kann ich nicht mitnehmen? Was ist das für eine komische Verzierung?
Wenn eine Auswahl in einer Konversation in Rot dargestellt wird, so ist diese entscheidend und kann nicht wieder rückgängig gemacht werden, ohne die Quest abzubrechen. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich sowas blöd finde, wenn angezeigt wird, welche Quest, welche Entscheidung in den, also welche Gesprächsoption wichtig ist und welche absolut egal ist? Habe ich das schon mal gesagt? Ich glaube schon, ne? Finde ich blöd, wenn sowas angezeigt wird. Na gut, das war's dann mit dieser Folge Elder Scrolls Online. Wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge Elder Scrolls Online, wo wir dann, was machen wir denn eigentlich? Keine Ahnung. Ach, wir wollten ja zurück zur Zuflucht gehen. Genau, wir wollten... Wo ist es denn? Schatten? Nee, Steinfälle. Wir wollten nach Steinfälle zur Zuflucht. Ich glaube, da kann ich schon mal hinreisen. Und dann, wie sieht es eigentlich mit dem Winter aus? 90 von 119. Na gut. Dann mache ich jetzt hier auf jeden Fall mal einen Schluss mit der Aufnahmesession. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Elder Scrolls Online. Ich gucke in die Kommentare, ob da steht, ob ich Offscreen schmieden und Inventar säubern soll oder ob das egal ist. Und je nachdem, was ich dann da lese, werdet ihr dann andere Dinge in der nächsten Folge sehen. Also entweder schmieden und so, oder wir sprechen mit Saruman. Gucken nach, was er so zu sagen hat. Bis dahin. Das ist schön. Haut rein.